Wie sicher fühlen Sie sich in Berlin? Wie geht es Ihnen, wenn Sie nachts bei Dunkelheit über Plätze laufen in unserer Stadt? Haben Sie ein ungutes Gefühl? Jeder wird diese Frage anders beantworten. Aber einmal im Jahr gibt es harte Fakten, klare Zahlen, wie die Statistik aussieht, wie es um die Kriminalität in dieser Stadt steht. Und heute war der Tag. Innensenator Geisel und Polizeipräsident Kant präsentierten die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr. Eine Statistik, für die er noch nicht verantwortlich ist, denn Andreas Geisel übernahm erst im Dezember vergangenen Jahres das Amt von dem damaligen CDU-Innensenator Frank Henkel. Doch Parteipolitik spielte heute keine Rolle, der SPD-Senator hatte keine Probleme, Zahlen zu präsentieren, die in vielen Bereichen eine positive Entwicklung zeigten. Trotz einer wachsenden Bevölkerung sank die Zahl der erfassten Straftaten um 689 auf 568.860. Einen deutlichen Rückgang gab es bei Raubdelikten und bei Mord und Totschlag, konnte mit 92 Fällen sogar der niedrigste Wert der vergangenen 10 Jahre verzeichnet werden. Sorge bereiten vor allem nach wie vor die Eigentumsdelikte. So erreichte der Taschendiebstahl mit 45.000 Taten einen Höchststand. Die Wohnungseinbrüche gingen zwar leicht zurück, waren aber immer noch auf einem hohen Niveau. Bemerkenswert dabei ist aber, dass 42,9% aller Tathandlungen vorzeitig endeten. Und das liegt einmal daran, dass die Nachbarn aufgepasst haben oder dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr gut funktionierten. Es gab also ganz deutlich einen Erfolg bei der Prävention, bei Verstärkung von Wohnungstüren, bei der Verstärkung von Fenstern. All das spricht also dafür, dass es eine gute polizeiliche Präventionsarbeit gegeben hat und dass es Mieter und Eigentümer sich mit hohen Aufwendungen für die Sicherheit ihres Zuhauses engagierten und dass das jetzt auch Früchte trägt. Zum Durchschnitt so, dass Einbrüche oder Einbruchsversuche nach 1,5 Minuten enden. Wenn man also bis dahin nicht zum Erfolg gekommen ist, dauert das zu lange oder wird zu laut. Und insofern nützen da verstärkte Wohnungstüren oder verstärkte Fenster schon eine ganze Menge, was wir jetzt hier auch statistisch sehen. Der Senator betonte, dass nur mit Investitionen in Personal und Ausstattung der Polizei der positive Trend der Statistik fortgesetzt werden kann. Auch wenn wir hier über einen Rückgang der Straftaten in Berlin reden können, reicht das noch nicht aus. Die Motivation der Polizistinnen und Polizisten muss sich verbessern. Das heißt, wir müssen etwas bei der Besoldung tun, wir müssen etwas bei den Zulagen tun, wir müssen etwas bei der technischen Ausstattung der Polizisten tun und natürlich bei einer entsprechenden Stellenverstärkung, damit sich das dann auch in den entsprechenden Aufklärungsquoten niederschlagen kann. Die insgesamt schlechte Aufklärungsquote in Höhe von 42% ist den vielen Eigentumsdelikten geschuldet. Hier ist es nach wie vor schwer, die Täter zu ermitteln. Deswegen will Geisel in diesen Fällen auch die Rahmenbedingungen für die Polizei verbessern. Ja, der Fahndungsdruck ist relativ hoch. Wenn Sie sich die Zahlen bei den Eigentumsdelikten anschauen, ist nach Gesprächen mit der Justiz auch die Haftquote noch mal deutlich gestiegen bei diesen Intensivtätern. Wir haben es ja bei den Wohnungseinbrüchen meist mit reisenden Banden und Serientätern zu tun. Und das heißt, wenn Sie dann solche Leute verhaften, bricht dann auch gleichzeitig eine Serie ab. Das heißt, wir brauchen mehr Spezialisten, wir brauchen im Bereich der Justiz mehr Verurteilungen, um an diesen Stellen den Fahndungsdruck zu erhöhen. Und für die Polizistinnen und Polizisten unserer Stadt muss es auch deutliche Signale geben bei der Ausrüstung, bei der Besoldung unserer Polizisten. Also wir müssen schon unsere Polizei auch in die Lage versetzen, die Straftaten mit hoher Motivation zu verfolgen. Klaus Kant appellierte in diesem Zusammenhang aber auch an die Berliner. So machte der Polizeipräsident deutlich, dass man mit Achtsamkeit den Taschendieben durchaus das Leben schwer machen kann. Gerade im Bereich der Taschendiebstähle ist es so, dass man sich sehr gut selber schützen kann, indem man zum Beispiel die Geldbörse nicht in Außentaschen steckt, indem man vorsichtig ist, wenn fremde Personen sich in einer auffälligen Art und Weise einem annähern. Und da kann man einiges verhindern, nicht gutgläubig sein, aufpassen, sein Handy nicht auf dem Tisch liegen lassen und all die Dinge, da kann man sehr viel tun. Diese Art von Delikten sind auch angestiegen im öffentlichen Personennahverkehr. Kann ich daraus schließen, dass Videoüberwachung bei diesen Delikten auch nicht viel weiterbringt?
Na, das ist so, dass also der klassische Taschendiebstahl lebt davon, dass man eine Gedrängesituation hat, eine unübersichtliche Situation im Gedränge. Spüren sie nicht so genau, ob eine Hand sich in ihre Tasche tastet. Und da haben wir natürlich im öffentlichen Nahverkehr, also auch Einsteigesituationen, Bussen oder die Situation ein- und aussteigen in der U-Bahn, die Rolltreppensituation, eben die klassischen Situationen, die ein Taschendieb ja nützt für seine Diebstähle. Und deswegen haben wir gute Hälfte aller Diebstähle auch in diesem Bereich. Man könnte sich natürlich aber vorstellen, dass wenn das aufgezeichnet wird von der Kamera, dieses Delikt, dass man dann auch nachvollziehen kann, wer der Täter ist, dass der dabei gefilmt wird und man ihn natürlich dann eher greifen kann, als wenn man überhaupt gar keinen Bezug hat. Nun ist es natürlich so, dass die Opfer oft gar nicht wissen, wo sie bestohlen worden sind und auch die Uhrzeit nicht angeben können. Und um das herauszufinden, müssen wir wahrscheinlich bei mehreren tausend Kameras die Aufzeichnung anschauen, um die Szene zu finden. Und das ist, glaube ich, schlicht unmöglich. Wenn wir einen konkreten Tatzeitpunkt haben, wäre das möglich. Aber da die Opfer das in der Regel nicht wissen, können wir das so in der Regel nicht zuordnen. Neben den heutigen Zahlen und Fakten hatte der Innensenator auch das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl der Berliner im Auge. Hier gelte es, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass sich jeder angstfrei in der Stadt bewegen kann. Ja, die Nachricht, dass es statistisch gut aussieht oder besser aussieht, hilft natürlich den Opfern einzelner Straftaten nicht. Was wir mit der Statistik belegen können, ist, dass die Aussage, alles wird schlechter, so einfach statistisch nicht stimmt. Das ist nicht so. Wenn man aber Opfer einer Straftat geworden ist oder jemanden kennt, der Opfer einer Straftat ist, ist man natürlich in erheblichem Maße beeinträchtigt. Da gehört an einer Stelle erstmal dazu, die Ausrüstung der Polizei und die Stellenanzahl der Polizei zu verbessern, also mehr Polizei auf die Straße zu bringen. Deshalb bin ich auch ganz stolz auf die Einrichtung der Doppelstreife mit Polizei und BVG, die wir jetzt vor kurzem wieder auf den Weg gebracht haben, um im öffentlichen Personennahverkehr das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Da gehört aber auch dazu, dass man öffentliche Räume besser pflegt und gestaltet, als das bisher der Fall ist. Also wenn wir Verwahrlosungen in öffentlichen Räumen zulassen, in öffentlichen Parks zulassen, müssen wir uns nicht wundern, dass es keine Akzeptanz für die wachsende Stadt gibt. Also an der Stelle kann man viel tun, Angsträume zurückdrängen, indem man, der Fachbegriff ist städtebauliche Kriminalprävention, betreibt. Also wenn wir öffentliche Räume, öffentliche Plätze gestalten, dann auch darauf achten, ob Angsträume dort entstehen können und diese Angsträume dann zu vermeiden. Das ist eine weitere Aufgabe, die wir uns dort vorgenommen haben. Das heißt, in der Beziehung ist dann auch die Gesellschaft per se gefragt, nicht nur die Polizei. Wenn wir jetzt besondere Plätze angucken, wie Alexanderplatz, Cottbusser Tor, dass eben nicht nur Polizeipräsenz da hilft, sondern ja, zum Beispiel am Alexanderplatz auch dafür gesorgt wird, dass das ein Raum ist, wo es keine Ecken gibt, die dunkel sind oder die dreckig sind. Ja, mit Beleuchtung kann man eine ganze Menge tun, mit der Gestaltung der Grünanlagen kann man eine ganze Menge tun. Und am Alexanderplatz werden wir Ende des Jahres eine entsprechende Polizeiwache mit Bundespolizei und Ordnungsamt des Bezirkes Mitte und der Berliner Polizei haben. Aber deshalb verschwinden ja nicht die Ursachen von Kriminalität, indem wir dort einen Polizisten hinstellen oder mehrere Polizisten hinstellen. Da gehört richtig Präsenz von Polizei im öffentlichen Raum dazu. Aber es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, auch der Anrainer, den Platz so zu gestalten, dass Angsträume verschwinden. Deswegen freue ich mich auch über das Engagement der Berliner Sparkasse, die gesagt haben, die sitzen am Alexanderplatz und sie wollen dort uns in Sachen Beleuchtung beim Durchgang unter der Bahn helfen. Und auch die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die am Alexanderplatz sitzt, kann eine ganze Menge von ihrer Seite beitragen. Und auch das Bezirksamt Mitte bei der Gestaltung der Grünanlagen, der Sauberkeit der Grünanlagen am Alexanderplatz. Also es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wir müssen uns aber auch nicht einbilden, dass das innerhalb kürzester Zeit dann verbessert wird, sondern dass wir müssen schon hartnäckig an diesem Thema über einen längeren Zeitraum dranbleiben, um die Situation zu verbessern. Nur angehen müssen wir es. Das kann die Gewerkschaft der Polizei nur unterstreichen. Sie fordert seit Jahren Investitionen in die Sicherheit und sieht die Politik auf einem richtigen Weg, der sich auch in der Statistik zeigt. Die Zahlen sprechen eine Sprache, der wir erstmal positiv zustimmen müssen. Ja, die Zahlen gehen leicht zurück. Muss man natürlich einzeln aufschlüssen. Wenn ich nicht kontrolliere, dann kann ich auch keine Anzeigen schreiben. Ich glaube, dass die vergangenen Monate und Jahre uns gezeigt haben, dass wir uns jetzt nicht zurücklehnen sollten. Ja, die Polizei braucht das Personal und auch die Ausstattung, um der wachsenden Stadt auch gerecht zu werden. Und deswegen sind die Investitionen, die der neue Senat angekündigt hat, eben auch bitter notwendig. Weil, und das muss man auch ganz klar sagen, wir haben in den letzten Monaten so viele Straftaten gesehen, auch von brutalster Gewalt.
Und letztlich ist jemand, der direkt von Gewalt betroffen ist, dem nützen diese Zahlen nichts, dass das zurückgegangen ist, sondern der will nicht mehr Opfer einer Straftat werden. Haben Sie noch ein wenig Sorge, wenn Sie an die Umsetzung denken der Versprechen, die gemacht wurden? Naja, wir müssen ganz klar sagen, dass wir momentan 3000 Kolleginnen und Kollegen zu wenig haben bei der Berliner Polizei. Berlin wächst, die Aufgaben wachsen. Ja, Berlin wird auch in Zukunft immer wieder Austragungsort für Demonstrationen und politische Auseinandersetzungen sein. Und da hält die Polizei und übrigens auch die Feuerwehr nicht stand. Und man muss auch ganz klar sehen, dass wir gerade mit Hinblick auf diese Massendelikte, also wir sprechen über Einbrüche, wir sprechen über Taschendiebstähle, es eben auch mit organisierten Banden zu tun haben, denen wir technisch unterlegen sind. Und da müssen wir uns auch über technische Möglichkeiten wie Videoüberwachung, wie Fast-ID Gedanken machen, weil mit dem Personal alleine werden wir es nicht stemmen können. Herr Jenro, der Innensenator hat nochmal deutlich gemacht, es liegt hier nicht nur an der Polizei, es liegt hier an der gesamten Gesellschaft. Gerade wenn es um solche Delikte geht wie Taschendiebstähle auf Plätzen wie zum Beispiel auf dem Alex etc. Sind Sie da froh, dass die Politik das mal deutlich macht, dass sich nicht immer alles nur auf die Polizei fokussiert, wenn auch was schiefläuft in dieser Stadt? Also es ist vollkommen klar, da wo viele Menschen unterwegs sind, da ist auch Raum für Straftaten. Und wenn ich selber nicht auf meine Handtasche aufpasse oder wenn ich selbst vielleicht Alkohol in der Öffentlichkeit trinke und in eine Auseinandersetzung gerate, da helfen mir auch 50.000 Polizisten auf Berlins Straßen nicht viel. Deswegen ist natürlich der Eigenschutz die erste Maßnahme. Auf der anderen Seite werden sich so auch nicht alle Straftaten verhindern lassen. Und da brauchen wir Polizei, um eben präventiv wirken zu können und im Nachhinein auch die Straftaten richtig bewerten zu können. Und das bedeutet eine große Kraftanstrengung, denn der Markt ist umkämpft. Gut ausgebildete Polizisten werden nicht nur in Berlin gebraucht. Und mit Top-Arbeitsbedingungen können wir in der Hauptstadt bislang nicht punkten.